Wer zieht auf Manapi ein? Ist es etwa Mini, der kleine Hund von Schnelle? Oder sogar ein Curly-Fohlen? Also heute ist es richtig, richtig kalt. Blauer Himmel und deswegen hat es heute Nacht zum ersten Mal bei uns Bodenfrost gegeben. Das heißt also wirklich, die ganze Wiese und alles war so leicht weiß. Also das geht jetzt doch schlagartig, das Ganze. Ach, ja gut, jetzt solange jetzt hier die Sonne scheint und es noch warm ist, ist alles schön. Aber ich glaube, jetzt ist wirklich die Kälte nicht mehr aufzuhalten. Hier unten ist schon wieder jemand, der mir ständig zwischen den Beinen rumschlüpft. Ja? Der Balu, weil die sind heute auch so besonders anhänglich. Gell? Die merken nämlich auch, dass es kalt wird. Gell, Balu? Die merken auch, dass es kalt wird. Und das wollen sie unbedingt am liebsten ins Haus. Aber das geht nicht, weil ich glaube, 5 Katzen im Haus, das wäre hier drin. Also das wäre wirklich eine Katastrophe. Da kommt schon der Nächste angelaufen. Oh, ich habe doch gehört, wir dürfen ins Haus. Ja, Willow? Nee. Geht nicht ins Haus, ne? Nee, nicht ins Haus. Okay? Ganze Katzenschar. Wir haben übrigens auch eine neue Katze. In Anführungsstrichen. Das ist nämlich der Papa von den Kätzchen. Das heißt also auch ein schwarzer Kater. Und der kommt hier immer heimlich zum Fressen. Das Problem dabei ist nur, dass er unsere Katzen hier vertreibt. Weil da muss ich mir jetzt noch was einfallen lassen, wie wir das am besten dann handeln. Du bist echt ein Kasper, bist du. Richtig Kasper bist du. Ja. Also an alle Katzenbesitzer, wenn ihr da Tipps habt, wie ich das am besten bewerkstelligen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, da gehen wir jetzt gleich mal die Pferdchen besuchen. Hallo Pferdchen. Hallo Piet. Hallo mein Süßer. Und alle sind da. Alle. Die wollen jetzt natürlich runter auf die Weide. Allerdings werde ich hier noch ein bisschen warten, bis es also ein bisschen wärmer ist. Weil man sagt ja so 7 Grad, ne? Die Nacht. Dann kann man normalerweise bedenkenlos sie auf die Weide lassen, wegen dem Fruktangehalt. Aber da es heute Nacht so kalt war, müssen wir halt mal schauen, dass wir da noch einen Moment warten, dass sich die Lage ein bisschen entspannt. Gell? Da bleibt die halt so lange oben. Davon abgesehen, heute kommt auch der Zahnarzt heute Mittag. Gell? Gucken wir mal, ob er was findet. Ja, geht. Da kommt der Zahnarzt, vielleicht lasse sie heute auch ganz oben. Gell? Kann man auch mal machen. Hm? Ja. Wir haben es gechillt. Ja? Nicht? Alles gut? Ist alles gut, Mädchen? Alles gut, mein Mädchen? Ja, alles gut, mein Mädchen? Du bist eine feine Maus, ne? Du bist eine feine Maus. Jetzt gib mir schon ein Leckerli. Geht aber ganz gut. Nein. Ihr seid feine, ne? So, gucken wir schnell mal nach dem Heu noch. Heu haben wir noch genug dran. Und hier wird alles schön aussortiert. Das Grobe raus und das Feine wird gefressen. Und das heben sie sich dann aber bis zum Schluss auf. Ist klar. Wenn am Schluss nichts mehr anderes da ist, fressen sie natürlich dann auch das bisschen grobere Gras oder viel mehr Heu. So, hier ist alles gut. Drüben haben wir neue Nachbarn. Das sind kleine Rindchen, die so ziemlich das erste Mal draußen sind. Das ist heute, glaube ich, der zweite Tag. Und da haben sich unsere tierisch erschreckt. Ganz tierisch erschreckt. Oh, neue Tiere. Obwohl sie ja eigentlich Kühe kennen. Aber da die Kälbchen so extrem sich gefreut haben, war das dann den Pferdchen doch ein bisschen unheimlich. Gell? Und da haben wir uns fast nicht hochgetraut. Aber ist auch wieder die Gewohnheit. Wie gesagt, jetzt stehen sie hier den zweiten Tag da. Und schon ist alles wieder gechillt und entspannt. Ja, das sind deine neuen Freunde, kann das sein? Ja, sind das die neuen Freunde? Oh, bestimmt, gell? Ja, die sind so lieb. Jo. Und die Spannung wächst. Wer zieht als nächstes Tier auf Manapi ein?
Na, hast du vielleicht eine Idee, wer bei uns einziehen wird? Hm? Auch eine Biene? Nein, keine Biene. Hm? Hast du vielleicht auch eine Idee, Bibi? Da ist sicher eine Wespe noch. Ui, die ist schon verflogen. Kommt, geh weg. Sie, Piet, haben Sie vielleicht eine Idee, wer auf meinen Ab hier anziehen könnte? Hm? Haben Sie vielleicht eine Idee? Ich will es jetzt auch gar nicht spannender machen. Ich war auf jeden Fall super überrascht, wie ihr kombiniert habt. Also hätte ich nie gedacht, dass da überhaupt jemand drauf kommt. Und jetzt will ich natürlich das Geheimnis lüften. Weil bei uns zieht ein das kleine Curly-Fohlen. Sagst du mal Hallo? Sagst du mal Hallo? 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 Du bist so ein hübscher Gesicht, ne? So tolle Wimpern, ne? So tolle Wimpern hast du. Okay, Junge, bist du fein. Bist du fein? Genau, jetzt bist du fein. Total süß, oder? Ja. Ja, du bist ein Feiner. Ja, das kleine Curly-Fohlen. Und zwar ist es der Pan. Der ist am 13.02.2018 geboren und ein Hengstfohlen. Und das war ja wirklich das Süße, dass der auch wieder direkt auf mich zukam, wie ich ja, dort Fohlen geschaut habe. Und irgendwie hat es so sein sollen, dass wir den Pan bekommen. Allerdings erst im nächsten Jahr, also den Winter, bleibt er noch auf dem Curly-Gestüt stehen. Und wir holen dann ab Frühjahr zu uns. Pan ist dann Anjas neues Pferd und wir haben uns gedacht, wenn er dann mit 4 eingeritten wird und bis das Ganze dann soweit ist, ist Pi dann schon im Rentenalter und da kann er dann ein bisschen langsamer machen. Und das gibt mit Sicherheit eine super spannende Zeit. Oh, und das war's schon wieder, mein kleines Kurzvideo. Leider habe ich heute wieder nicht so besonders viel Zeit. Aber ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert. Und vielleicht alle Leute, die dann auch den Einzug von Pan miterleben wollen, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.